gewinnt nicht das Sozialamt der Welt. Es kann nicht angehen, dass wir Deutschen für alle Probleme der Welt immer herhalten müssen. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass gegen den erklärten Willen der Einwohner Entscheidungen getroffen werden, deren Konsequenzen einzig und allein wiederum die Einwohner aushalten müssen. Hier in Detmannsdorf, in Güstrow-Detmannsdorf, sind dagegen, dass hier ein Asylantenheim errichtet wird. Sie befürchten sicherlich nicht zu Unrecht, dass Detmannsdorf ein Hort der Kriminalität, ein Hort der Gewalt wird. Damals wie heute sind es die Regierenden, die sich gegen die Bürger wenden. Damals wie heute sind es die Vertreter der Parteien SPD, CDU, Die Linke, Grünen und FDP, die sich nicht mehr am Wohl des Volkes ausrichten. Asylbetrüger raus! Deutschland den deutschen Asylbetrüger raus! Nun, die Grünen-Ideologie heißt, jedes Dorf muss bunt werden. Da muss jeder eine andere Hautfarbe haben. Es darf nicht sein, dass es irgendwo ein Dorf gibt, wo nur Deutsche wohnen oder nur drei Nationen. Das müssen 20 und 30 Nationen sein, so bunt wie es überhaupt nur geht. Wenn früher in Afrika ein Schüler, ein schwarzafrikanischer Schüler, mal seinen Lehrer gefragt hätte, ich habe da mal davon gehört, da gibt es so tiefen Norden, gibt es ein Volk, die heißen Deutsche. Wie sehen die eigentlich aus? Dann konnte früher der Lehrer sagen, ja pass mal auf, die sehen so und so aus, die haben eine weiße Hautfarbe, die sprechen auf Deutsch und so Bräuche haben sie. Das kann man jetzt nicht mehr sagen, weil Deutscher ja jeder ist. Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, Moslem, Hindu, alles Mögliche ist Deutsch. Aber damit wir das auch nutzen können, die Dummheiten unserer Feinde, brauchen wir eine Basis. Und als Basis brauchen wir hier diesen mitteldeutschen ländlichen Raum, der deutsch und weiß zu bleiben hat, weiß geht, bis auf ein, zwei Gaststudenten. Und das müssen wir auch verteidigen. Und wenn dann irgendwelche Leute kommen, die fälschlicherweise als Verpflichtlinge ausgeben und die als Verbundungsmaterial für Deutschland benutzt werden sollen, dann müssen wir überall Widerstand leisten, auch hier in Wolgast oder Güstrow oder sonst wo, damit sie wissen, so leicht wird es nicht, aus Deutschland einen bunten, groben Drogentraum zu machen. Vielen Dank. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Güstrow, verehrte Landsleute, es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute hier in Ihrer schönen Stadt sprechen zu dürfen. Jedoch muss ich dazu sagen, aus den Erlebnissen in Berlin, in Ihrer noch schönen Stadt hier zu sprechen. Wer weiß, wie lange diese schöne Stadt noch eine schöne Stadt sein wird, wenn in nächster Zukunft eventuell hier Asylbewerber untergebracht werden. Ich möchte Ihnen heute hier als Berliner die Realität von Asylpolitik und Asylmissbrauch näherbringen, mit all ihren negativen Nachkommnissen. Denn positive Begleiterscheinungen gibt es kurz-, mittel- und langfristig nicht mit dieser verfehlten Asylpolitik. Es sind Menschen, die nicht einen Pfennig oder nicht einen Cent eingezahlt haben in unser Sozialsystem, aber hier einiges an Geld wieder rausholen wollen. Das ist ungerecht, das ist nicht sozial und das ist mit Sicherheit auch nicht national. Das ist nicht heimattreu und heimatverbunden. Wie asozial ist denn das, wenn sich diese Politik erst um die Belange von fremden Menschen kümmert und dann um die Belange der deutschen Bevölkerung? Das nenne ich asozial. Wir fordern daher ganz einfach jeden, der da drüben steht, jeden der etablierten Politik dazu auf,
wenn sie so gerne hier Asylbewerber haben möchten, dann kann jeder 1, 2, 3 oder 4 von diesen Asylbewerbern aufnehmen und auf ihre eigenen Kosten gerne durchfüttern. Aber nicht von unseren Steuergeldern, die hart erarbeitet werden und die nicht für fremde Belange ausgegeben werden sollen.